Wir hatten einen chinesischen Lehrer an der Musikschule. Er kam auf mich mal dann zu und meinte, ja, wäre denn das nicht mal was, ein Jugendaustausch mit der Music Middle School Shanghai, worauf wir im Grunde genommen gelächelt haben und haben gesagt, ja, ist ja gar kein Problem. Die große Freistadt Ehingen macht jetzt einen Jugendaustausch mit der Weltmetropole Shanghai. Aber, und das war das Erstaunliche, ein Jahr später kam es tatsächlich zu der ersten Begegnung, nämlich im Jahr 1999 und im Jahr 2000 dann der Gegenbesuch. Und dort wurde dann auch ein Partnerschaftsvertrag unterschrieben und das hat bis heute Bestand. Ja, wir warten jetzt hier ums Boarding, also links heißt für noch sogar 25 Minuten. So lang sind jetzt komme ich hier circa alle am Handy. Und mir gehört leider kein WLAN. In so einer großen Stadt war ich noch nie und ja, komplett andere Kultur, als wir in Europa gewohnt sind. Musikalisch? Musikalisch, ja. Die Chinesen sind technisch auf einem sehr hohen Niveau und davon können wir uns sicher eine Scheibe abschneiden. Wir sind dann 11 Stunden geflogen, sind morgens um 6:30 oder so Ortszeit in Shanghai angekommen am Flughafen Pudong. Und ja, dann ist ich gleich mal ins Hotel gegangen, gleich mal in die Musikschule und dann war die erste Probe in der Besetzung von der Big Band.
sage, die erste Probe war eigentlich wie erwartet. Irgendwie hatte ich noch niemand so richtig Lust. Die Lust musste der Simon eigentlich aus jedem rauskitzeln. Von Stück zu Stück wurde es zwar dann besser, aber man hat gemerkt, dass eigentlich jeder nur noch ins Bett will und seinen Jetlag bekommen möchte. Dann haben wir den ersten Abend relativ schnell rumgebracht, indem wir gleich ins Bett gegangen sind. Und der Sonntag war richtig cool dann. Da sind wir auf den Shanghai Tower gegangen. Das war cool. Also der zweithöchste Turm der Welt. Sehr, wenn man halt auf dem zweithöchsten Gebäude der Welt war, wie hoch das eigentlich alles ist und wie weit die Stadt und wie groß die Stadt ist und was für enorme Ausmaße es als an, wenn man halt wirklich im höchsten Gebäude steht. Am dritten Tag hat man ein großes Konzert im Shanghai Grand Theater vor ca. 250 musikbegeisterten Chinesen. Unter anderem waren dort auch einige Musiklehrer da und die sind der Stilistik sehr offen begegnet und denen hat es anscheinend sehr gut gefallen. Das Konzert war Montagmittag um 2 Uhr, wenn man so überlegt, wer hätte da bei uns daheim Lust auf ein Konzert zu gehen, eigentlich niemand. Und
dann dafür zum Seher, dass wirklich ja echt circa die Hälfte, Dreiviertel war echt voll von einem kleinen Saal. Dann war es schon was Besonderes, wenn die Leute extra für das ganze Projekt da gekommen sind. Was mir auch echt super gefallen hat, war, als wir abends auf dem Fernsehturm waren. Das ist der Turm mit diesen Kugeln. Da gab es einen Glasboden, da hat es zwar richtig stark gewindet, aber man hat eine tolle Aussicht gehabt und überall die Lichter in Shanghai ist riesig. Das ist einfach unvorstellbar, was man da alles sehen kann. Am Donnerstag waren wir am Bund, das ist der Aussichtspunkt von der Skyline von Shanghai. Da sieht man auf die komplette Shanghai Skyline mit all den Hochhäusern und Shanghai Tower und Fernsehturm. Man sieht wirklich, was für mächtige Ausmaße das Ganze hat. Neben der Big Band Musik hatten wir auch noch Orchesterwerke im Gepäck. Wir haben uns dieses Jahr dafür entschieden, im Sinfonieorchester Filmmusik, das große Themengebiet Filmmusik, aufzugreifen. Star Wars, Forrest Gump und The Rock waren mit im Gepäck. Guten Abend. Man hat mir gesagt, man kann nicht Deutsch nur Deutsch, weil einige Chinesen auch Deutsch im Unterricht lernen. A very good evening. I think you remember me from 2 years ago. Yeah. So we will have the first rehearsal. Thank you that you're here tonight. We know you have a busy day, and we have to do these four pieces together, and we have practiced this really hard, and we don't have a lot of time, because tomorrow we won't have rehearsal on Friday and Saturday again. So we have to find out and to look forward to get all these four pieces tonight. Again from measure four. 1, 2, 3, go! Die Probe fand meist auf Englisch statt oder mit chinesischer Übersetzung. Jedoch die Musik ist natürlich die internationale Sprache. Da gab es kaum Verständigungsprobleme. Gut, sicherlich ist es etwas für Außenstehende außergewöhnlich, wenn man darüber berichtet, dass eine große Kreisstadt wie Ehingen mit einer Weltmetropole, in dem Fall Shanghai, einen Jugendaustausch pflegt. Aber man merkt es einfach, wenn man
mit den Dozenten der Music Middle School auch spricht, sie wollen gar nicht groß mit einer Großstadt in Deutschland unbedingt den Jugendaustausch machen, weil sie auch sagen, die Großstadt, die Metropole haben sie vor Ort. Also der Umgang mit den Chinesen in der Probe war eigentlich echt richtig cool. Die waren alle sehr offen, haben jederzeit gelächelt. Ja, trotz bisschen dieser Sprachbarriere hat man doch mit Händen und Füßen Englisch, Deutsch, Mischmasch eigentlich schon sich so verständigen können. Musikalisch bringt es natürlich viel, wenn wir voneinander quasi lernen können. Die Chinesen von uns und wir von den Chinesen. Und als wir im zweitägigen Ausflug waren in Shushu oder Shushu, da waren wir in der Wasserstadt in Tongli. Das war richtig schön, also mit den Tempeln und mit den Kois im Wasser und alles. Also das hat mir auch gut gefallen. Und Laura, wie war's? Super! Wir hatten die Möglichkeit, in eine Wasserstadt zu fahren namens Tongli und auch in eine Gartenstadt Shushu. Das waren natürlich auch individuelle Eindrücke für die Schülerinnen und Schüler. Auch gehört es überhaupt zu dem ganzen Jugendaustausch dazu, dass man die Kultur der anderen Nation näher kennenlernt.
beim großen Abschlusskonzert hatten wir diese vier gemeinsamen Titel im Sinfonieorchester dargeboten und das Publikum hat die sehr gerne gehört. Es gab wahnsinnig viel Applaus und ich denke, dass es eine ganz runde Sache war. Wir hatten ganz tolle Arrangements an Bord, sodass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auf ihre vollen Kosten gekommen sind und das mit großem Applaus belohnt wurde. Großer Respekt dann auch vor der Leistung in dem Konzert von beiden Seiten. Wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Man hat es auch an der Begeisterung der Zuhörerinnen und Zuhörer gemerkt. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Leistung. Vor allem in der heutigen Zeit, denke ich, ist es mehr als je zuvor wichtig, dass sich die vor allem jungen Leute austauschen, vor allem die Möglichkeit dazu erhalten, sich auszutauschen über die Kulturen, über die Musik, weil Musik ist ja auch die Sprache, die jeder versteht, und dass überhaupt die Völker sich durch solche Jugendaustauschprogramme besser noch verständigen und die anderen kennenlernen. Nach der Pause war dann die Big Band alleine auf der Bühne und die Schülerinnen und Schüler der Music Middle School waren sehr, sehr neugierig und bei der Interaktion mit der Big Band haben die Schüler oder auch das Publikum von jung bis alt sehr gut mitgemacht, sehr viel geklatscht, auch bei den Stücken, bei den Solis und hatten sichtlich viel Spaß.
Beim Konzert bei der Deutschen Schule Shanghai waren einige Schüler von der 3. Klasse bis zur 8. Klasse heute anwesend. Circa 150 Schüler haben der Big Band zugehört und auch begeistert mitgemacht. Sie waren sehr aufmerksam, sie waren auch sehr dankbar, weil natürlich an der Schule wenig Live-Musik dargeboten wird. Es ist sicherlich schwierig, als isolierte deutsche Schule in einem eher vielleicht auch strengeren Land an Musik zu kommen oder an deutsches Kulturgut. Und dahingehend haben die Schüler wirklich dankbar zugelauscht und begeistert mitgeklatscht. Am Ende von dem kompletten Austausch kann ich sagen, dass Shanghai der Austausch für mich eine komplette Bereicherung war und ich eigentlich nur profitieren konnte davon. Ich bin mega überwältigt von der riesengroßen Stadt, von den Leuten hier. Vom Essen bin ich auch echt begeistert. Und ich denke einfach, jeder sollte mal die Möglichkeit haben, irgendwie nach Shanghai mit so einem tollen Musikaustausch an dem teilzunehmen. Die Musik hat es mir echt ermöglicht, hier in Shanghai so eine neue Kultur kennenzulernen. Jede Reise und jeder Blick über den Tellerrand ist wahnsinnig wichtig für jeden Menschen, vor allem in jungen Jahren. Und wenn man das wie heute bei diesem Austauschprogramm auch noch mit Musik koppeln kann, dann ist es, denke ich, das Nonplusultra. Nämlich gerade diese Musiker wollen ja Musik machen und wenn das dann noch mit einer so tollen Konzertreise und mit einer so gut organisierten Konzertreise verbunden ist, dann ist es sicherlich ein Glücksfall für Ehingen und auch für die Schülerinnen und Schüler aus Shanghai, die sie sichtlich immer gerne auch nach Ehingen kommen. Als ich das mitbekommen habe, ja, da ist schon so ein bisschen Kopfkino. Boah, 10 Monate nur, dann geht's nach China, Shanghai, Weltmetropole. Und jetzt da zu sein und deine Quäse zu sein, ist schon ganz krass.